Willkommen zurück bei Borderlands 3 mit unserer süßen Maus. Wir sind Level 2 und jetzt gibt es erstmal eins, was wir natürlich machen mit unserer Kohle. Wir verscherbeln alles, was wir bis jetzt schon gefunden haben. Auch diese Stufe 3 Waffe, weil die ist mir zu ungenau und hat kein Zielfernrohr dran. Und dann gehen wir erstmal in Ruhe shoppen, würde ich sagen. Hallo Lilith. So, da haben wir schon mal ein geiles Schild. Ich wollte gerade sagen, du bist kein echter Arzt. Das kennen wir ja schon, ne? Mein blöder Assistent hier. Also, 159er. Lucken verstärkt nochmal das Schild. Oh. Ah, da geht wieder Gesundheit runter. Sowas mag ich eigentlich nicht. 163er. Das würde ich vielleicht nehmen. 109. Für Gesundheit runter. So ein Scheiß. Ich würde das 163er nehmen. Solange unsere Schilde voll sind, rennen wir einfach nochmal schneller. Gerade am Anfang mit den Laufwegen. Auch mit den Hologrammen. Das finde ich jetzt so cool hier. Guck mal. Sets, Mets. Naja. Okay, dann rüsten wir das mal aus. Willst du es ausrüsten? Ist das umständlich? So. Einmal safen. Das andere Schild. Nicht mehr safen. Dann verkaufen wir unseren ganzen Schotter. Ja. Und da haben wir sogar Plus gemacht. Du willst schon gehen? Das ist ja nur dein Leben. Halt deine Fresse, du Nicht-Arzt. So. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Im Moment, so war das nicht gemeint. Teleportiert zum Ziel, teilt sich in zwei Granaten auf und feuert dann nochmal drei Granaten um sich herum ab. Das sind sechs Stück. Ich glaube, das würde ich nehmen. Die ist sogar nochmal stärker. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen sechs Granaten. Ja, dann nehmen wir das hier. Und das testen wir jetzt auch gleich mal. Wir testen auch immer alles, wie wir es vorher auch gemacht haben. Ihr merkt schon, das wird ziemlich gechillt hier. Das Spiel ist stressig genug teilweise mit der Dauer-Action. Aber wir nehmen uns hier Zeit für unsere Ausrüstung. Gucken uns alles in Ruhe an. Ne? Wir werden ja viel im Inventar rumwühlen. So, dann wollen wir die mal testen. Hier ist schön, pass auf. Keine Granaten mehr. Na, da kaufen wir welche. Und wieder ein unschlagbares Schläppchen bei Marcus Munitions. Ja. Eine kaufen wir mal. Ja, dann testen wir das mal. Achtung. Oder? Das ist doch was. Genau sowas liebe ich. Okay. Kannst du den Scheiß haben? Und da würde ich sagen, nehmen wir die erste Quest an. Weil die Hauptquest lasse ich jetzt liegen. Wir kümmern uns jetzt um die ganzen Nebenquests und erkunden ein bisschen hier, ne? Schön in Ruhe. Okay. Erstmal Granaten looten. Die sind nämlich der Hammer. Ich höre was. Ah, jetzt kommt die Skeks schon, ne? Granate. Danke. Jetzt nehme ich meine scheiß Schroti. Nee, komm. Ich will die Granate. Die ist weg. Lade nach. Frischer Tod für alle. Ha, bis die weghaut. Alter. Mist, jetzt habe ich mich verzählt. Blöde Töle, Alter. Boah. Alter. Granate.
Jetzt. Okay. Probi. Der beste Zug, den ich je hatte. Der Kleine ist kaum zu bändigen. Das ist der Hammer, der Kleine. Hallo. Wir sind wieder. Bleib mal hier, mein Kleiner. Wo willst du denn hin? Will dich mal angucken. Bleib doch mal hier stehen. Oh, Kapi. Kann ich den auch einen Angriffsbefehl geben? Muss ich gleich mal gucken. ...9% Schaden. Weg ist er. Schwitty. Nee. Verkaufen wir. Hier ist eine bessere. Genauigkeit bei einer Schwitty ist völlig... Kannst du ignorieren. Zeig mir mal das Ding. Nur ein Schuss? Lädt aber schnell nach. Komm, dann nehmen wir die. Am Anfang nehme ich Shotguns. Aber nicht lange. Das hat sich nachher bald erledigt. So, ein Skillpunkt. Er liebt sie nicht. Und ich bleibe natürlich in dem Baum. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken. Während Moses Action Skill abklingt, verursacht sie zusätzlich Brandschaden. Zusätzlich. Gesundheitsregeneration, wenn ich sie anbrenne. Ich will das mit dem Schild. Moses kann doch ihr Schild hochpimpen. Ja, nee. Und das? Ah, das ist hier drin in dem Baum. Guck mal, hier. Max-Schild, Schockresistenz wieder und Schildladegeschwindigkeit. Das hier ist Müll. Gut, dann will ich erstmal hier hin. Ich will mein Schild hochpimpen. Das heißt, wir machen... Jetzt hier ein Teil ihrer Gesundheit. Das ist alles Müll. Gut, das regenerierst du wieder, wenn du Brandschaden machst, aber das ist doch... Das ist alles Müll. Komm, wir machen Waffenschaden und Schadensreduktion hoch. Wir halten mehr aus und heilen aber auch mehr aus. Ja, dass ich erstmal hier hingehe. Ja, wenn ich, also bis Level 11 wird das jetzt gehen. Nee, bis Level 12. So. Ja, dass wir erstmal stärker. Und zum Tank werden. Wir sind einfach der Schadenstank. So. Und dann gehen wir nämlich hier drauf. Moment. Ja, Brandschaden und... Ach, na, gucken wir mal. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. Okay. Ja, ich nehme mir hier richtig die Zeit. Nicht blöd rumklicken. Musst du dir ja Zeit nehmen. Gut, Nebenquest. Hier haben wir erstmal aufgeräumt. Hier liegen sie alle. Gut, machen wir mal Markus seine Quest. Mein Automat ist kaputt. Wie soll ich da Gewinn machen auf diesem öden... Ich meine, Premium-Waffen an heldenhafte Kammerjäger verkaufen. Wir sollten meinen Automaten reparieren. Und damit meine ich, reparier du meinen Automaten. Na, das kann man machen. Identifiziere das Problem. Halt die Schnauze. Brauchst mich nicht grüßen. Ich hasse dich. Nervst. Blechkasten. Oh, erstmal Geld gefunden in der Toilette. Also auf das Geld würde ich sogar verzichten, wenn das in der Ploche drin ist. So, identifiziere das Problem. Hier führt das Kabel hin. Also hier. Verdammte Psychos.
Immer diese Plündertouren, um ihre Bassäxte und Fleischräder herzustellen. Du musst diesen Schaltkreis durch etwas ersetzen. Einige Skeks sind voll mit Strom. Bring mir eine ihrer Wirbelsäulen. Gewöhn dich besser schon mal an sowas, wenn du auf Pandora überleben willst. Oh, und wenn du dich besonders grausam fühlst, besorg eine menschliche Wirbelsäule von einem dieser dreckigen Banditen. Das könnte auch funktionieren. Von wegen. Okay. Gut. Dann würden wir jetzt trotzdem, stimmt, hab ich ganz vergessen, hier die Hauptquest machen. Weil damit schließt du das gleichzeitig mit ab. Das weiß ich noch. Du musst ja jetzt diesen Anführer der Sonne hier. Sunsmasher, Sonnenklopper. Wer nennt sich denn so? Den musst du ja befreien, weil wir wissen wollen, wo die Kammerkarte ist, damit die nicht in die Hände der Kalypsus kommt. Ah, hier, diese Aridium-Versteinerten. Boah. Alter! Aua! Wirbelsäule gefunden. Ja. Yeah. Du passt zu Pandora. Probieren wir es aus. So, alle Jungs. Komm her. Alter. Aua. Okay. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Hüppala. Ich komm da nicht hoch. Aber jetzt. Hüppala. Robby, Robby, hilf Willst mir, hilf du mir. Vielleicht wegrennen? Hilf mir bitte, ich bin doch noch so klein. Hallo. Es kann losgehen. Die Party ist schon vorbei? Ach Mann. Aua! Oh, Alter! Eine Hand frisst die andere! Eine Hand frisst die andere! Alter! Was ist denn mit der Mutti? Lass dir das eine Leere sein! Hä? Weil du tot bist, soll ich mir das eine Leere sein lassen? Hey Mutti! Alter! Und nochmal schön in die Mutti. Komm gar nicht zum Looten. So, Jungs. Jetzt ist Schluss. Rest mal Mutti. Jetzt fresst ihr Mutti. Das ist jetzt klar. Ach, oh, Badass. Oh, Schilde. Moment. Und dann tut der Mutti fressen. Und nochmal Mutti. Nicht so besonders, wie du dachtest.
Immer noch welche. Ich will eigentlich erstmal looten. Ach, scheiße. Okay. Jungs, jetzt ist Schluss. Du auch? Bitteschön. Keine Granaten mehr. Ja, Teleportationsgranaten gehen auch mal daneben. Ach stimmt, ja, gab es ja zwei neue Elemente, sag ich mal, an Waffen. Boah, Alter. Einmal Strahlung und Eis. Boah. So, jetzt loote ich aber erstmal. Oder wir machen sie erst weg, kann. Jetzt haut der ab. Ich box dich. Aua, der boxt mich. Ich bin ein Korb. Gefertigt aus. Nein! Obi! Hilfe, 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 hilf mir doch. Ich bin doch noch zu klein. Jetzt habe ich nämlich der Faxen dicke hier. Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Rest mal Mutti. Hallo. Es ist ein Cremepörtchen. Und du bist tot. Könnt ihr nicht aufhalten? So, jetzt muss ich aber erstmal looten. Schild ist Müll. Müll. Hoffentlich spawnt der Loot nicht weg. Nee, sieht gut aus. Ein SMG will ich nicht im Moment. Komm, ich nehme jetzt trotzdem die hier. Da sind mal zwei Schuss drin. Komm. Ja, bisschen weniger Schaden, aber meine Güte. Warte mal. Oh, jetzt habe ich auch nicht aufgepasst. Ja. Ah, egal. Wir nehmen es jetzt eh plus mit, damit es Geld bringt. Oh. Magazingröße 6. Jawohl. Oh, geil. Die nehme ich. Es geht doch schon los. Ich will jetzt Borderlands 4 haben. Hoffentlich kündigen sie das bald an. Nehme ich jetzt die fette Shotgun und hau den Paar in die Fresse. Danke. Ist hier eigentlich mal was versteckt? Ist hier was versteckt? Hier ist doch bestimmt was versteckt. Irgendwo. Ich glaube, hier habe ich mich selbst auch noch nie umgeguckt. Oh, Geld. Geld. Warte. Atmen. Versteckt. Ich nehme hier alles mit. Hilfe, Hilfe! Ich irgendwo runterfallen, okay. Das machst du zu gerne in Spielen. Meine Fresse, ist hier was los gewesen. Kauf mal. Gut. Er ist hier nicht, gell? Oh, ja. Zeig mit dir in die Kontaktmeldung! Boah, die Rückstoß, Alter. Abgemurkst. Komm, Robi, ran. Kleiner Mac, große Wirkung.
Ah, freue ich mich, dass wir jetzt mit dem Spiel endlich anfangen. Okay. Handhabung ist ja so ein bisschen der Rückstoß, hallo? Gell? Hilfe! Oh, nö. Ich will eigentlich noch nicht sterben. Nicht so! Hilf mir doch jemand! Damit meine ich dich! Dass der Warn hier, dieser hässliche, dass der Anführer der Sonnenklopper ist... Das passt einfach nur. Der Typ ist nix. Leute, das ist nicht witzig. Nicht sehr. Boah. Creepy. Hä? Hä? Was willst du sagen? Hilfe! Oh eh. Yeah. Du stinkst. Yo, hilfst du mir? Born. Schieß mich hier runter, okay? Ich hänge gerne ab, aber nicht so. Nö. Nicht so. Weißt du, was ich jetzt nämlich mache? Jetzt loot ich erst einmal. Weil hier oben nämlich eine Truhe ist. Ui. Reiz mal zwei. Oh, eine halbautomatische Pistole. Oh. Oh. Moment. Hier Stufe 6. Hat auch einen Zoom dran. Also die behalten wir. Die Stufe 6, die hebe ich jetzt nicht auf. Ja, man findet ja ständig irgendwas. Aber die werden wir nachher gleich nehmen. So. Du stinkst. Sonnenklopper. Oh, meine Unterhose ist... Füße funktionieren. Schön, dich zu sehen. Hey, danke. Ohne dich wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Also, was machst du hier? Mission für die Crimson Raiders. Ziemlich geheim. Direkte Befehle von Lilith. Ich muss dich vielleicht töten. Du gehörst zu Firehawk? Oh Mann, ich gehörte früher auch zu Lilith. Aber jetzt bin ich ein Kriegslord der Banditen. Es leben die Sonnenklopper. Ich meine, zumindest war ich Kriegslord, also bis mein Clan diesen beschissenen Alien-Schrott fand. Ich hatte sie gewarnt, aber was machen sie? Sie haben mich gefesselt, um den Schrott den Kalypso-Zwillingen zu bringen. Nicht cool, Bros. Also, wir sollten hier verschwinden, bevor die Kinder der Kammer zurückkommen. Und wo hängen Lilith und die Raiders so? Ex-Propagandazentrum der Kinder der Kammer. Betonung auf Ex. Das ist super! Na los, nichts mehr weg hier. Ich gehe vor, auch wenn ich total unbewaffnet bin. Man darf nicht zeigen, dass man Angst hat und völlig schutzlos ist, Bro. Banditenleben! Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Der rennt. Sicher, alte Unterhose. Ich bin beeindruckt. Der rennt wie so ein Kloppy. Das passt zu dem. Die Kinder der Kammer haben mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stört voll den Energiefluss. Lauf mal bitte... Ich kenne eine Abkürzung. Hier entlang. Lauf mal bitte 20 Kilometer vorne weg, du stinkst. Das würde ich sagen, wenn ich nicht nur rumstehen und darauf warten würde, dass du was machst. Du schießt ja an deinen hässlichen Kackearsch. Bist eklig und langweilig. Der ist auch nicht witzig. Ich finde ja... Also den finde ich zum Beispiel auch nicht witzig. Naja. Leute. Ah, eine Skag-Hochburg, was? Hey, ich lass dich das machen. Das Einzige, was ich gerade als Waffe zur Hand habe, benutze ich sicher nicht für Skag. Bereit für Action! Oh, ihr? Oh, ihr werdet sterben.
Oh, voll zerstört. Immer die. Oh. Jawohl. Evil Dead. Zählt jemand mit? Mörderisiert! Scheiße, ist die Klifte geil. Na gut, die sind noch Stufe 1. Da ist ein Schocksgag. Jetzt hol dir seine Wirbelsäule. Ja, mach ich. Boah. Aua. Und friss mal Mutti. Sehr gut. Treffen wir uns mit dem Firehawk. Ah, sehr gut. Bring sie zurück zur Maschine und mach schnell. Diese Kalypsos hören nicht auf, bis alle Banditen aus Pandora sie als Götter verehren. Banditen brauchen keine Götter. Wir verehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. So, na dann wollen wir mal. Wie der rennt, guck Liz dir das mal an. Liz sich bestimmt mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Super dicke. Dicke wie Bros. Das gibt's wirklich. Der rennt wie der größte Vollklobby. Rennt ja auch so mit dem Kopf hin und her. Ich spüre es in meinen Knochen. Wie so eine Taube. Vielleicht ist es auch nur der raue Wüstenwind auf meiner sonnengegerbten Brust. Boah. Du bist hässlich und stinkst. Schicke Hütte. Verstärkt, klimatisiert. Fehlen nur ein paar blutige Schädel an den Wänden und schon wär's hier richtig gemütlich, Kumpel. Warren? Was zur Hölle hast du hier verloren? Hey, hey, Lilith! Der ehemalige Kriegslord der Sonnenklopper meldet sich zum Dienst! Los, Crimson Raiders! Schön, dich zu sehen, Warren. Für die Raiders brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Also, Kammerjäger, hast du die Karte gefunden? Nö. Ich hab nur so ein stinkendes Stück Scheiße gefunden. Es leben die Sonnenklopper! Tut mir leid, alte Gewohnheit. Mein Fehler. Ich geh jetzt weinen. Ja, geh heulen. Das passt zu dir. Hallo? Ich konnte die Karte nicht finden, also habe ich einen Banditen mitgenommen. Karte? Wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Sie sind auf dem Weg zur Heiligen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigten, um ihre Anhänger anzustacheln. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die Heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Kammerjäger, du brauchst einen fahrbaren Untersatz. Meine Freundin Ellie betreibt das Catch a Ride. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Der Ellie. Ich bin schon lange bei den Raiders. Ein Soldat namens Roland hat die Gruppe gegründet, um gegen Handsome Jack zu kämpfen. Ja, der blöde Jack. Hab ich den gehasst. Blutfede! Du stinkst nach Scheiße! Alter! Ist der hässlich. Guck ihn dir an. Ja, solche übel zerlatschen Schuhe, dreckige Beine, stinkende Strümpfe. Hier wollen wir gar nicht weiter reden. Vollgeschmiert mit Kot. Und dann dieser hässliche Umhang, wo er von seiner Oma einfach die Stecke geklaut hat. Und du hast bestimmt Läuse in deinem Bart. Brauchst du gar nicht so mit der Bart gucken, es ist nur die Wahrheit. Du bist eklig. Und du bist auch nicht witzig. So. Willkommen bei Dr. Sitz, Mods und Medikamente. So großzügig von dir. Da. Komm wieder, wenn du das nächste Mal stirbst. Endlich eine bessere Pistole. Warte mal, vergleichen. Kann man doch irgendwie machen, gell? Aha, guck mal. Da machen wir mehr Schaden, sind genauer, wir haben trotzdem ein Zielfernrohr dran und die ist halbautomatisch. Die Handhabung ist sogar besser, die hat nicht so einen großen Rückstoß. Richtig klasse. Kann mal gucken. Ach so, ich will mir die Waffen auch mal angucken. Zeig mal. F. Wie gesagt, ich will mir hier richtig Zeit nehmen. Naja. Gibt's Schöneres, gell?
Ja. Einfach selbst abgeschossen. Und hier siehst du ja, aus was für Teilen so ein Ding besteht und wie sich diese Werte zusammensetzen. Musst du mal hier gucken. Da ist ja hier noch nicht mal viel dran. Durchschnittlich gegen alles. Okay. Zeig mal die Schroti. Was war das? F. Schaut euch an, die legendäre Knifte. Bumm! Oh, tot. Okay. Verkaufen? Sterben ist was für Idioten und Psychos. Dr. Selbstpäppel jeden. Und dann tun wir jetzt noch ein paar Gegner killen, weil die Folge ist sonst zu kurz. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Ah ne, wir können ja die Quest noch abschließen. Und einen Skillpunkt ausgeben können wir auch noch. Mensch, ich komme schon wieder zu nix. So, nochmal mehr Schaden und Schadensreduktion. Wie gesagt, die Maus ist eigentlich so der, die Schaden macht und gleichzeitig als Tank auch aushält wie Sau, wenn du die richtig skillst. Und hier werde ich nämlich definitiv, werde ich das mal kurz zeigen, ja. Wenn du das auf Stufe 5 hast, ist ja dein maximales Schild oben. Deine Schockresistenz und die Ladegeschwindigkeit. Das ist viel wert, Ladegeschwindigkeit. Ja? Eine Sekunde kann entscheidend sein, dass du genug Schild hast, bevor dich jemand wegboxt. Da möchte ich gerne wieder eine Klassenmod, wo dieser Skill auf jeden Fall erhöht wird, über das Maximum hinaus. Ja? Ich glaube, zusammen mit dem hier noch. Prozent. Ja, und hier wird es nochmal verbessert. Ja, müssen wir mal gucken. Ich werde hier ein geiles Bild zusammenbauen. Okay, dann schließen wir die Quest von Markus noch ab. Okay, installiere die Wirbelsäule. Menschliche Wirbelsäule. So ein Quatsch. Die Banditenwirbelsäule funktioniert nicht wirklich. Ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Dennoch schätze ich dein Engagement für den Kapitalismus. Hallo, du hast schon eine Schock-Skag-Wirbelsäule. Probier sie. Es wird funktionieren. Versprochen. Oh, geil. Okay. Gut gemacht, Kammerjäger. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und als Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen, öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, dass sich Rache nicht lohnt, hä? Ja, und das kriege ich ja, glaube ich, nur das Geheimversteck mit so einer fetten Truhe, wo jetzt was Gutes drin sein kann. Ich hoffe es. Wenn du diese menschliche Wirbelsäule halt, ne? So. Kommen wir jetzt hier rein. Gute Jagd! Boah, $26. Ey, wir haben jetzt schon 2500, Leute. Was ist denn mit mir? Und jetzt die heilige Weihnachtstruhe. Guck dir die Farben an. Es ist was Goldenes dabei, Leute. Wenn aufgebraucht, erleiden Feinde in der Nähe 5 Schockschaden pro Sekunde. Ladegeschwindigkeit hoch. Da geht aber ganz schön ohne mein Schild, ne? Du übernimmst die Leitung. Müsste ich wieder nachlesen, aber das rockt mich jetzt nicht so. Wir können aber mal nachgucken, wir nehmen uns die Zeit. Pass auf. Wir machen es wie immer. Borderlands 3, du übernimmst die Leitung-Effekt. Ja, jetzt gucken wir. Bla 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 bla. Aber jetzt finde ich das nicht. Egal. Das ging mal mit Borderlands 2, ging das besser. Also das würde ich verkaufen. Was? Ladeverzögerung? Ach, Ladegeschwindigkeit. Ist schon mal besser.
das für ein Müll? Ist doch Müll und dafür Stufe 5? Guck mal. Brauchst du kein Schild mehr? Auch Müll. Können wir alles verkaufen? Das eine ist jetzt ein bisschen besser. Das lädt ein Punkt langsamer pro Sekunde oder wie das ist auf. Ist bekannt. Das können wir weg mit Kuchen. Aber das hier dauert nicht so lange, bis es wieder auflädt. Um über eine Sekunde. Das merkst du schon. So. Gut. Okay. Aber wie sage ich immer? Okay. Wie geht's denn hier aus? Hilfe. Aha. Okay. Ja, ich will ja leider alle Nebenquests machen. Meine Güte. Ich helfe dir, mein Guter. Hörst du auf zu heulen, wenn ich dir helfe? Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Auswahl am Antennenersatz. Auswahl, sag ich. Okay, auch wenn es sehr wichtig ist, dass ich eine neue Antenne bekomme, kannst du diese Mission nebenher erledigen. Und vielleicht suchst du dir dafür ein Fahrzeug. Nö. Nö, ich brauche kein Fahrzeug. Wollen wir die machen? Die machen wir als erstes. Ja gut, wir brauchen ein Fahrzeug, ne? Sonst komme ich nicht über diese Klippe hier vorne. Ja, da vorne ist doch die Sprungchance. Ja. Ja. Ach komm, wir töten noch ein paar Hunde. Ich habe euch doch gehört. Guck mal noch ein bisschen rum. Da vorne ist noch was Blaues. Das war ja auch Müll, glaube ich, ne? Oh, Hilfe! Wo denn? Und noch einer beißt ins Gras. Ich nehme meine Schroti für so eine Scheiße, Alter. Ja, lade nach. Wir sind Ash Williams, Evil Dead. Lade nach! Ist das brutal oder ist das brutal? Ich box dich. Boah, Alter! Und schon wieder. Okay. Viel Spaß. Das ist genau meine Stärke. Ich behalte meine. Die machen einfach Gaudi. Lade nach. Wir haben schon wieder Iridium bekommen. Ich bekomme ja einfach Iridium geschenkt. Von Jesus oder so. Oh, macht das schon wieder Spaß. Ich will gar nicht aufhören. Man will einfach looten und leveln. Ah, das sieht ja aus wie Sau. So, schon wieder. Oh, hier kommt das pure Öl raus. Komm, Mädel, wir baden in Öl. So, die Frau wird nie wieder sauber. Scheiß, du weißt, dass ich die Karte suche. Wieso hast du sie mir nicht gebracht? Oh, ganz ruhig, okay? Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Okay, verstanden. Dann bleibt mir wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Ja, hinter einem. Doch wenigstens an. Stufe 4. Stufe 5.
Ah, du bist nix. Und dich box ich. Was denn? Ach, ich kann auch schießen, während die nachlädt. Ist das geil? Ruf mal alles. Das hier kann ich ja... Nicht mal der Iron Bear kann das einschlagen. Das kann ich ja später zerkloppen und ja Iridium rausholen, wenn wir ein bisschen weiter in der Quest sind, ne? Ich glaube, wenn wir die ersten Kammerboss besiegt haben. Glaube ich. Oh, ich will gar nicht aufhören. Ich will jetzt 8 Stunden am Stück aufnehmen. So, Jungs. Na? Schneid euch. Komm! Robby, 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 Hilfe, 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 Hilfe! Ich bin doch noch so klein und süß. Hat er den zerpupst mit seinem Arsch? Hat er den zerquetscht mit seinem Po? Was ist denn mit dem? Hat man nach, meine Gute? Das kleine Skelett da dran gefällt mir. Cooles Gimmick. Ich höre schon wieder welche. Oh ja. Los, Robby. Spürt Iron Cup krallen. Halte die mal. Abgemurkst. Alter. Ach komm schon, Kleiner. Bleib hier. Ja, geh doch nicht immer weg. Du musst mich beschützen. Ich bin doch noch so kleiner. Okay. Was haben wir hier? SMG. Naja. Es gibt coole SMGs, aber ich wäre ja wieder auf Pistole, Gewehr, Sniper. Mal gucken. Legendäres Zeug will ich halt haben. Wer will das nicht? Jeder will das. Sogar die, die nicht das Spiel spielen wollen, das. Hier kommen wir später hin. Hallo. Ah, ist das geil. Im Leben. Level fucking 5. Du alte Mutti. Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen könnten. Hallo Tennis, du bist ja auch wieder mit dabei. Tennis, wir bleiben bei unserem alten Spruch. Hallo Tennis, möchtest du ein bisschen Tennis spielen? Die alte, notgeile Sau, die denkt, die hat, besteht aus Büchern. Die geht mir auf den Sack. Was auch immer das war. Was war denn das? So ein Billigschild. Ja. Jetzt sind schon wieder vollgelootet, ne? Na gut, dann machen wir mal das komische Teil von der Leon. Können wir ja mal ein bisschen sammeln. Hallo Abenteurer-Kollegen, ich bin Teil von der Leon.
So ein paar Geschichtstrotte zahlen mir ein Vermögen, wenn ich eine Echo-Serie über meine Abenteuer aufnehme. Und Typhon braucht ein neues Schiff. Das alte habe ich zerlegt. Wütende Saurianerkönigin, Sandwich-Flucht, ist eine lange Geschichte. Also, ich wurde in eine Familie von Kackefarmern geboren. Damals konnte man damit richtig Geld machen. Das war noch gute, verlässliche Kacke. Drum sage ich immer, wenn du in der Scheiße steckst, mach was draus. Er wuchs in einer Familie von Kackefarmern auf. Was ist denn mit dem Mann? Alter, seid ihr nur alle eklig. Kann das sein, dass die Entwickler irgendwie so Fäkalzeug mögen? Die Toiletten, die spritzen mit gut und der redet von Kacke und dann die Waffe später, dieser Big Kack. Die stehen auf so eine Scheiße, kann das sein? Da läuft vielleicht irgendwas schief bei den Entwicklern. Ich weiß es nicht. Gut. Verkaufen wir mal noch. Ne, wir geben unseren Skillpunkt noch aus. So. Wir machen insgesamt 9% mehr Waffenschaden und erhalten 8% weniger. Das ist schon mal ein ewiger Buff. 2 Stufen können wir noch reinklatschen, glaube ich. Gut. Locken wir kurz aus. Hauptmenü. Locken kurz ein. Verkaufen noch. Hallo, meine Gute. Na? Wie geht's? Ey, Maus. Du wirst so legendär, glaub mir. Warum sind die Haare nicht rot? Da müssen wir jetzt auch gleich nochmal gucken. Da muss ich jetzt auch gleich nochmal gucken. Ich hatte bei mir immer rote Haare. Ne, zur Ellie wollen wir jetzt noch nicht. Laufen mal zurück. Ich will zurück zum Hub. An den hier vorbeischleichen. Schleichen. Er rennt wie eine Blöde hier lang, aber schleichen. Kann ich mein Aussehen nochmal ändern? Kann ich das hier machen? Ja. Warte mal. Hier oben. Einmal verkaufen, bitte. Und wir gucken mal, was der Gute im Angebot hat. Nur Müll. Ich guck nur nach Schild. Diese Abprallgranaten sind doch der letzte Scheiß. Nee, nee, unsere ist der beste. So, warum? Halt die Fresse, Worm. Hä? Farbe. Warum hat die keine roten Haare diesmal? Die hatte bei mir immer rote Haare. Kopf. Nee. Viel Glück dabei, die Karte wieder zu kriegen. Um die heilige Rundfunkstation mache ich einen riesigen Bogen. Das ist eine durchgeknallte Kultzentrale. Oh. Empyreum-Hülle. Warte mal. Es ist heiß. Das sieht auch putzig aus. Es ist heute echt heiß. Es ist, oh, es ist heiß. Ich schwitze an den seltsamsten Körperteilen. Ey, entweder nehme ich das. Das ist wieder Regenbogen. Komm, das nehmen wir. Das sieht man zwar jetzt eh primär nicht. Oh doch. Ey, man sieht's. Guck. Oh, hübsch. Schatz, ich hab wieder Regenbogenglitter. Hübschst. Ich hab wieder Regenbogenglitter, guck mal. Das ist ein Skin. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Ich keine Sorgen. Ich habe den Bauch voller Stärkfleisch und einen warmen Hübsch. Schlafplatz. Guck. Was braucht man mehr? Oder? Sag ich doch gerade. Ja. Hübschst. Das lasse ich. Ich mag ja das Regenbogenzeug. Seit Borderlands. Seit Borderlands 2. So, ich bin dann auch gleich fertig, gell? Oh, nee. Eigentlich bin ich jetzt fertig. Ich will dir nochmal boxen. Es leben die Sonnenkörper!
Tut mir leid, alte Gewohnheit. Mein Fehler. Ich gehe jetzt rein. Ich will eigentlich... Jetzt ist sie weg. Ich will eigentlich gar nicht aufhören. Los geht, Killer. Die Kalypso-Zwillinge glauben, dass die Karte zu etwas führt, das die Große Kammer genannt wird. Noch nie davon gehört, aber vielleicht weiß Tennis mehr. Die Tennis weiß überhaupt nichts. Die spielt den ganzen Tag nur Tennis. Und frisst irgendwelche Bücher. Weil sie denkt, davon wird sie ein bisschen schlau. Bei der Mutti. Also dieses Zeug zeige ich nicht jedem. Gut. Du willst schon gehen? Gut, reicht bis hierhin. Komm. Ja. Vor allem sagt er und spielt immer noch weiter. Wir looten. Ey, haben wir schon 3300. Ekelhaft. Gut, reicht jetzt auch wirklich bis hierhin. Oh Mann, das macht so süchtig. Bis dann.